Hallo und herzlich willkommen zum Tipps zum Abnehmen. Als ich damals 140 oder fast 140 Kilo gewogen habe und mich entschlossen habe abzunehmen, gab es so einige Sachen, die mir unheimlich geholfen haben, richtig stark abzunehmen. Ich habe damals in ein paar Monaten über 40 Kilo abgenommen. Einige dieser Geheimwaffen oder meinen Tipps quasi werde ich Ihnen in folgenden Videos vorstellen. Heutige Geheimwaffe heißt eigentlich Wasser. Wasser ist eigentlich ein Wundermittel, was Abnehmen betrifft. Einige sehr nette oder sehr gute Wirkungen, die das Wasser hat, sind folgendes. Es kurbelt unseren Stoffwechsel an, es füllt unseren Magen, sodass wir entsprechend Sättigungsgefühl bekommen und es hilft reinigen den Körper. Es hilft den Nieren, alle Schadstoffe sozusagen aus dem Körper entsprechend auszuscheiden. Es ist stark empfohlen, jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal ein Glas Wasser zu trinken. Des Weiteren, es gibt einige sehr nützliche Tipps, wie Sie eigentlich mit dem Wasser eigenen Körper austricksen können. Zum Beispiel, wenn Sie kurz vor dem Essen ein Glas Wasser trinken, wird Ihr Magen entsprechend voller. Oder machen Sie eine Unterbrechung während der Mahlzeit und in dieser Unterbrechung, in dieser kleinen Pause, trinken Sie ein Glas Wasser. Sie können es ruhig zwei- oder dreimal sogar machen und jeweils zwei oder drei Gläser Wasser trinken. Das wird Ihren Magen ebenfalls voll machen. Die Dauer der Mahlzeit wird entsprechend länger und dadurch wird euer Gehirn schneller signalisieren, ihr seid satt. Sie können aber auch Wasser nutzen, um Heißhunger zu stillen. Sobald Sie Heißhunger verspüren, nehmen Sie einfach ein Glas Wasser. Egal, ob Sie durstig sind oder nicht, trinken Sie es einfach. Sie werden sehen, Heißhunger wird sehr schnell vergehen. Das einzige Problem, um entsprechend mehr Wasser pro Tag zu trinken, ist die Tatsache, dass Sie trinken müssen und sollen auch dann, wenn Sie nicht durstig sind. Und das bereitet einigen Probleme. Auch da kann ich Ihnen helfen. Also was mir geholfen hat, mehr Wasser zu trinken, auch dann, wenn ich nicht durstig bin, sind bestimmte Zusätze im Wasser. Neben Tee, was entsprechend eingereichertes Wasser ist, kann man es auch mit Frischobst zum Beispiel oder Frischgemüse machen. Man nennt so ein Wasser entsprechend Obstwasser. Wenn Sie so Obst oder Gemüse im Wasser einlegen, bekommt das Wasser den Geschmack von den eingelegten Obst. Schmeckt sehr lecker, hilft auch entsprechend mehr trinken zu können, auch wenn Sie nicht durstig sind. Ich stelle Ihnen gleich ein Rezept vor, wie Sie so ein Obstwasser zubereiten können. Also ich habe hier einen Pokal mit Wasser, mit so einem Verschluss, was entsprechend solche Ritzen hat, sodass man später, wenn man Wasser gießt, Obst und das, was da drin ist, eigentlich nicht mit rausgießt. Dann habe ich Himbeeren, sehr lecker, Minze und Zitrone. Ich schneide einfach Zitronenscheiben. Waschen Sie das Ganze natürlich gut aus. Die Zitrone können Sie ruhig mit der Schale reintun. Minzblätter, die Hälfte oder so. Je nachdem, wie viel Wasser Sie nehmen, so viel können Sie auch Blätter und Ähnliches nehmen. So. Und Himbeeren dazu. Minze eignen sich ansonsten sehr gut zum Abnehmen. Sie sehen wie beim Zähneputzen. Zähneputzen macht euren heißen Hunger weg. So. Wir machen es jetzt zu und lassen es entsprechend stehen. Je länger es steht, umso mehr zieht das Wasser Geschmack von den jeweiligen Zutaten. So viel für heute. Nächstes Mal einen anderen Tipp zum Abnehmen. Bis dahin, abonniert hier meinen YouTube-Kanal, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Bis dahin, tschüss!